Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem weiteren Let's Play hier direkt aus unserer Ferienwohnung in Nürnberg von der Spielwarenmesse 2016. Und wir spielen heute Skull King, das Würfelspiel. Wer hätte das gedacht, das oder? Skull King, ich muss zugeben, ist tatsächlich eins meiner Liebsten, wenn nicht das liebste Stich-Ansagespiel überhaupt. Stichspiel. Und jetzt spielen wir tatsächlich ein Stichspiel mit Würfeln. Das ist für mich und da wir beide Würfel ja sehr mögen, haben wir eigentlich schon. Und es gibt alle Sachen, die man aus Skull King kennt, jetzt eben auch in Würfelform, die Meerjungfrau, den Skull King und die verschiedenen vier Farben. Ja. Ein Stichansage-Würfelspiel. Das ist ein neues Genre. Das ist ein neues Genre. Gibt es da eine neue Kategorie? Ja, und dafür packen wir jetzt erstmal alles hier in diesen Sack. Das Schöne ist, es ist wie bei Skull King auch, es fängt ganz einfach an. Nicht mit einer Karte, sondern mit einem Würfel. Mit einem Würfel, genau. Und jeder hat hier so einen coolen Sichtschirm. Hauptunterschied. Schon sieht so die ganzen Würfel und die ganzen Werte und so weiter und wie oft sie natürlich drin sind. Sieht man auch immer gut bei den Gegnern nochmal aufgelistet. Ja. Hauptunterschied zu Skull King ist, es gibt keine... Es gibt Würfel. Spoiler. Nein, Schwarz ist nicht mehr permanent Trumpf. Genau. Und den Stich bei gleichen Zahlen. Ja, es gewinnt immer einfach die höchste Würfelzahl. Das bedeutet jetzt einfach, schwarz sind die stärksten Würfel, blau sind die zweitstärksten, rot sind die drittstärksten und gelb sind die. Wenn die gleichen Zahlen gewürfelt werden, ist auch was anderes. Dann gewinnt der zweite. Das ist auch anders als das Karte. Der zweite Pirat, der wird das letzte spielt, was das Beste ist, der kriegt. So, also los geht's. Außer es gab eine Ausnahme bei den Flaggen, oder? Ja, es gibt keine Flaggen mehr, aber da kommen wir einfach. Bei den Flaggen ist andersrum. Ups, ach so, ihr dürft ja gar nicht sehen. Das ist eine Sonderregel. Genau. Und wir spielen auch nur 8 Runden statt 10. Also zieht jetzt jeder von uns erstmal einen Würfel, ne, wie man das kennt, und dann sagen wir gleich in bester Piratenmanier. Bleibt dann gleich. Unsere Wer kommt raus? Wer kommt raus? Wer kommt denn raus? Ich komme raus. Johannes natürlich. Okay, Achtung. Und ansonsten. Yo, ho, ho! Naja, einer liegt falsch. Alle wollen nichts. Alle wollen keinen. Das schreibe ich mal schnell auf hier. Alle sagen keinen Stich. Keiner will ihn haben. Keiner. Hat der geschummelt hier? Ich fürchte, ich kriege ihn. Ich kriege ihn nicht, ich sag's euch. Und jetzt kommt ja das Tolle: jetzt werden wir es würfeln. Wobei wir natürlich, ich kann es gleich mal sagen, wir haben, jetzt wisst ihr ja auch gleich, was wir haben. Wir haben den gelben Würfel und der gelbe Würfel ist zwar der schlechteste, aber er hat eine 7. Also wenn wir eine 6, quasi 6 würfeln, kann es sein, dass wir... Na, dann ist das ja schon mal deiner, ist ja schon mal super. Und wir müssen natürlich auch wieder bedienen, falls man jetzt gelbe Würfel hat. Ja, jetzt in der ersten Runde ist es, ja, aber für die Spieler... Ja, wir haben schon die Flagge gewürfelt, so gehört sich das. Da hast du blaue 5. Blaue 5. Und da kommen die nicht so guten Würfel. Tja, Jan liegt damit sofort falsch. Wertung bleibt gleich. Jeder Angesagte, der Stich bringt 20. Also keine. Jeder nicht, wenn man daneben liegt, um einen. Verliert man oder 10. Somit. Ich bin neuer Startspieler. Aber wir waren da richtig bei 0, dann ist es quasi 10 Punkte. Ja. Als ein Würfel war. Ja, erste Runde. Kein Stich gekriegt. Zwei Würfel, ja. Du kannst doch erst einen und nicht gucken, nur noch einen. So geht es jetzt weiter. Diesmal in dieser Runde habe ich mir fest vorgenommen, werde ich nie daneben liegen. Viel Erfolg. Warum ist unser Bus unser Plastikraten? Ich komme raus. Okay, ich bin bereit. Ich natürlich auch. Ja. Muss tief in die. Guck mich mal kurz an. ja, genau. Willst du im Mittelpunkt stehen? Sitzt du doch schon. Ja, ja, okay. Yo, ho, ho. Alles klar. Du willst ein, du willst zwei. Ich will sie alle. Du willst alle. Du kommst auch raus, ne? Das klingt. Scheiße. Das ist schon mal gehört. Scheiße. Gleich mal die Fahne würfeln. Besser als die Fahne haben. 7. Schwarze 7 ist schon mal nicht schlecht. Höchste Farbe. 7 ist eine höchste Zeit. Ja, muss aber bedient werden. Also, ne, wenn er. Ach! Schwarz muss bedient werden. Hätte ich gewonnen, wenn der Pirat deine Liebe.
Ja, Gratulation, ne, Alex. Kurz. So, ja. Eine graue, ist graue Würfel ist der Pirat. Ne? Und da gibt es natürlich aber auch, das ist eben der Gag, auch der Pirat hat eben jetzt Fahnen. Also hättest auch einfach. Ich hätte damit können. Versagen. Es hätte auch. Dann wäre es meiner gewesen, hätte ich nicht so schön gefunden. Dann komme ich jetzt wieder raus. Dann kommst du raus. Ja, blau. Blau. Hat schon blau, ja. Hat man nicht, aber. Oh nein. Ah, sauber. Oh, da ist einer. Sehr schön, ich brauche da auch. Damit hat Hansa richtig liegt, 20 Punkte. Also, Ron hat wieder einen falsch. So, also. Ron geht über die Blanke. Alk liegt auch richtig. Ist auch 20. Also, schönes Spiel zum Piratenflosschen. Du müsstest jetzt deine Augen schließen und Augen auf deine Augen wieder machen. Ja, dann mach denn das? Das ist ja super. Was ist denn? Es gibt wirklich so Momente, da fragt man sich hier. Wer hat in den Beutel gegriffen und dem ist draußen? Wer hat in den Beutel? Diese Momente, die habe ich öfter. Ja. Okay. Ich weiß ja nicht. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ich nicht. Okay. Yo, ho, ho! Oh, okay, einer zu wenig. Einer zu wenig? Ich möchte einen haben, ja. Du willst auch einen. Okay. Ihr wollt keinen. Ja, die wollen 0-0 und wir wollen beide einen. Ja, die Würfel sind so bescheiden. Und ich komme raus. Mhm. Mhm. Blau muss bedient werden, wenn man kann. Ja, eine blaue 5. Rote 1 nimmt man nicht. Oh. Damit doch, du, aber du hast ja als letzter die 5. Aber er hat die 7. Sonst hättest du und aber ich scheine jetzt wohl kein Blau zu haben. Aber den Stich hast du gekriegt. Und das ist alles, was ich möchte. Hier! Oh Gott. Mhm. Oh Gott. Ja, kenne ich Google her. Ja, da habe ich auch. Ich bitte. Ja. Ich kann ja gar nicht. Aber einen wollte auch haben. Ja, aber ich wollte nicht den roten. Weil jetzt habe ich den blöden. Aber du kannst eine Flagge. Mit dem wollte ich doch den Stich. Das kann ja auch ein Schooling mal sein. Nein. Jawohl, jawohl, jawohl. Genau, wenn ihr immer nur ansagt, dann kann man es da. Die 7 ist schon bei den Gelben. Also die Mermaid natürlich wie beim normalen Skull King auch, könnte den Skull King schlagen, den höchsten Würfel. Aber da ein daneben liegt bei dir 10. Das war schon spannend hier. Das war meine erste gute Runde. Du bist auf 0. Schon die Serie gerissen. Das war kurz der Zwischenstand. Der kurze Zwischenstand ist, Hunter liegt bei 20, Krogen bei 0 und wir beide bei 60. Hm, was? Wir haben Plus oder minus? Ja, ja, Plus. Wir sind alle Plus. Oder? Nicht wir beide, nicht zusammen, jeder. Nicht zusammen? Nee, nicht zusammen. Wieso hattest du auch da einen roten Würfel? Also du kannst echt. Wir sind immer bei 4. Bei 0. Also das ist Halbzeit. Danach. Aber das sieht nicht so gut aus. Ist das das schon? Wer kommt raus? Ich komme raus. Aber ich muss aber warten, bis der Henry gezogen hat, damit wir die Stiche machen. Ich muss mal kurz überlegen. Naja, gut, okay. Okay. Yo, ho, ho! Okay, gut. Er möchte eine Menge. Ja. 3-1 und ihr beide nichts. Ja, das geht würde aufgehen. Das geht aufgehen. Ja, wenn man richtig würfelt, geht es bestimmt auf. Ich komme mal raus und ich werde mal ganz geschmeidig anfangen mit dem roten Würfel, der wegrollt. Rot sollte bedient werden. Ja, Rot ist Ansage. Rot hat er nicht. Ist okay. Ich muss jetzt überlegen, ob der Würfel rot ist oder. Man kann natürlich auch immer mit einem Pirat, Mermaid oder Skull King würfeln. Ne? Das wäre auch, wenn man die Farbe hat. Das scheint hier die Überlegung gerade zu sein. Ich habe jetzt hoffe ich, das ist die Überlegung. Ja, wahrscheinlich hat er keinen roten, will gelben nehmen. Ja, eine 3 von dir. Na gut. Da gewinnt die 7. Ja, das ist meiner. Ja. Das finde ich sehr gut, weil ich werde eh keinen haben. Ich bin so mutlos. Du hast mir gleich bestraft. Also solltest du keinen Blumenservice spielen. Ja. Hier, schwarze 6. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin so ein Narr. Du bist auch ein Mermaid. Alles gut. Was ist denn hier vorne? Ich könnte jetzt sagen, daneben würde ich sagen. Ne? Aber ich kann nicht gewinnen, es ist keine Zahl höher drauf als 5. Er würfelt einen Piraten, ja?
Mit einer Piraten Flagge. Auf der Hand, sagt damit null an. Ich habe nicht nur, ich habe eins angesagt. Ich habe eins angesagt und habe eine Flagge gewählt. Ich versagt, hat er. Wollte ja gar nicht. Der Pirat, du bist kein echter Pirat. Ich wollte den eigentlich. Scheiße, jetzt muss ich anstrengen. Den wollte ich haben, Jungs und Mädels. Ja, und ich muss Geld bedienen auch noch. Eine Kacke, eine 7. Oh. Ich krieg hier jetzt mal eine 3. Oh, jetzt Kacke. 7, 7. Ich habe 3 angesagt. Ich darf den nicht kriegen. Nein. Fuck. Ja, du hast den. Damn. Wir verkacken es alle. Ich hab noch eine theoretische Chance. Dann kommt einfach mal raus. Schöne Runde 3. Es geht einmal auf und dann liegen alle falsch. Dann würfeln wir alle wie. Nein, jetzt habe ich schon verloren. Sonst hätte ich, wenn du nicht... Also. Alle daneben. Minus 1. Ja, das ist bei Alex und Hunter nicht so schlimm. Die verdienen nur 10 Punkte. Aber ich habe auch nur einen daneben. Du hast 0 angesagt, dann kriegst du die Minuspunkte der Runde, genauso wie ich. Also können wir beide minus 40, weil wir in der vierten Runde sind. Und damit bist du bei minus 40 und ich bei 20. Kannst mal sehen. Ja. Somit, 0 ist halt Reserve. Ja, genau, 0. Deswegen sagst du meistens lieber einen, bevor eigentlich. Außer du weißt, dass du nichts kriegst, aber mit 3 roten Würfeln, dachte ich. So, wir sind jetzt Runde 5, oder? Hat er schon gezogen? Nee, ich noch nicht. Der fängt an mit ziehen, ist ja bewusst, ne? Ja. Warum? Bin ich nicht? Weil der Startspieler anfängt zu ziehen. Da sind wir mal nicht so. Entschuldigung. Erzählte ich euch ein. Entschuldigung. Nur weil du führst, heißt es nicht, dass du. Wie so schnell Ebbe kam, dass die Haie für einen Moment in der Luft stand. So, bei der Halbzeit sage ich einfach mal. 5, ja? Alex hat 50. Ich will es nicht mehr. Das kann aber das kann ganz schnell sich hier ändern. Ja, ich glaube nicht. Ja gut, dann müssen wir wenn man sehen. Flaggen mit Piraten wirft, kann sich raus, das du? Ganz schnell ändern. Der Hunter kommt raus. Oje, oje. War natürlich als letzter Spieler jetzt in der Runde. Okay. Yo, ho, ho. Aber das passt ja eigentlich. 1, 2, 2, jeweils hier 2 und du hast wieder nix. Du hast nichts gelernt. Das ist deine mein Freund. Wartet nur ab. Hunter. Ja. Abgerechnet. Feuer deine Büchse Schluss. Ab, mein ja. Freund. Blau, ja. Blau 3. Blau haben. Blau habe ich nicht. Das hat du willst doch nicht. Yes. Ja! Fühlt sich schon wie ein Sieg an, den ich dich nicht zu bekommen. Du hast auch mal Blau. Ich habe kein Blau. Eine 6 hast du, eine schwarze 6. Jo, ho, ho. Soweit so gut, würde ich sagen. Ja, soweit so gut. Uiuiui, da fällt mir hier gleich alles aus der Hand. Oh Gott, Ich wusste sowas. Um Gottes Willen, noch keine Farbe angespielt. Noch keine Farbe angespielt, aber dann spielen wir jetzt schwarz. Okay. Finde ich gut. Gut, dass ich einen Backup-Plan habe. Ihr habt also kein Schwarz. So. Das ist dann wohl meiner. Aber da die wollt anderen. Ich wollte 2 eigentlich haben. Ja. Das ist schon ganz richtig, deswegen nehme ich jetzt hier mal rot und rufe mal eine 3. Mhm. Und das schon ist ein wieder meiner. Ausgezeichnet. Nein! Du hast mir meinen blauen gestohlen. Oh Gott, oh Gott. Gelb ist angespielt. Ein Albtraum. Yes! Nee, der Gelbe hat eine 7. Oh Gott, ja, der Gelbe hat eine 7. Komm, jetzt einmal. Nichts gelernt. Ich wollte das machen, nicht du. Hast du gut gemacht. Du wolltest ja auch keinen. Yo, ho, ho. Das kann ja nicht wahr sein. Ach so, ein Glück. Glück. Ach, komm. Lass mal, hast du Kacke? Nein. Ja, guck mal. Ich wollte doch auch einen haben. Ja, ich hab einen. Das war super. Ich wollte sogar 2 haben. Ich wollte auch 2 haben. Gut, dann hat Hunter also einen, keinen. Das mit einer Krone. Ich hab also einen falschen. Ja, falsch. Ich hab falsch. Der will dich nicht mehr hören. Hast du 2? Ich hab 2. Du hast 2, du weißt wie die jetzt. Ja.
Oh mein Gott. Und ich bin langsam. Ja, ich hatte ja wirklich schlechte Würfel, aber ich dachte, bei so vielen Eimer habe ich irgendwie so einen Glückstreffer. Und das hätte ich auch beinahe gehabt. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass er mit den gelben Siegen vielleicht immer meinte, aber drei, weil da haben sie nämlich nicht zu viel gewesen. Ihr seht schon, hier gibt es schöne Runde Würfel. Runde 6 haben wir jetzt. 6 Würfel. Die Skulking-Gefahr wird immer höher. Ja, noch kein Skulking. Ja. Den gibt es natürlich auch nur einmal hier im Röckchen. 7, ja? 6. Ah, 6. Diese 7 war immer noch 6. Das gibt's ja nicht. Was soll ich damit anfangen? Oh. Na, Chewie? Ich würde dir raten, sag mal nicht wieder Null. Ist jetzt auch, glaube ich, schon zu spät. Sonst schicken wir dich über die Platte, mein Freund. Ja, ich selber schon mal dran und schwimmt. Na gut. Das ist wirklich... Ah, okay. Ich weiß es immer noch nicht. Ach, was soll's. Yo, ho, ho. Ach, du Scheiße. 3, 2, 1. Ihr wollt aber viele Stiche. Das sind 9 Stiche, wir machen nur 6. Meiner ein bisschen, ja. Nicht ganz. Ich hätte es auch noch gekriegt. Dann wohl meine. Ja. Der war schon mal nicht gekriegt. Na, das. Du hast so. Rotes eingespielt. Mhm. Ich hab's immerhin. Nochmal eine 3, das ist jetzt deiner. Ui. Meiner. Nee. Letzte 3. Letzte 3. Aber ich hatte auch eigentlich nicht geplant gehabt mit so einer Gruppe hier. Mit sowas. Das gibt's ja nicht. Ist das blau? Blau. Ja. Wunderbar. Ja. Auch einmal eine 5. Nochmal eine 5. Einmal in meinem Leben. One time. Oh! Das gibt's doch nicht. Das 2 habe ich gesagt. Da hast du richtig. 3 habe ich gesagt? Ja. Wahrscheinlich meinst du 3 hast du gesagt. 3. 3? Ja, drei. Hast du hast 3 gesagt. Ich will nicht rüber gucken, ne? Nee, ich guck hier. Ich habe allerdings 7. 2 gesagt. Ich hätte mal wie. Ich hätte nicht, ich habe 2. 7. Schwarze 7. Schwarz ist angespielt. Hat er 2 gesagt? Ja. Schwarz ist angespielt. Hat er 2 gesagt? Wir fürchten, wie insgesamt waren es 9. Okay, ja, dann hat er 2 gesagt. Ich habe 1 gesagt, er hat 2 gesagt. No. Wahnsinn. Hui, aber jetzt pass auf, jetzt kommt meine Killer. Mein Killergelb. Achtung! Nein! Dein Killergelb. So sieht also dein Killergelb aus. Einmal eine 7 wäre das gewesen. Ich würfel aber. Er wollte schon mal warm würfeln. Aber dein Killergelb. Ich hab die Farbe gar nicht gefühlt. Gelb. Oh, ja, schon wieder gepatzt. Nein! Das gibt's ja nicht mit Piraten. Nein! Nein, jetzt würfel doch mal vernünftig, bitte. Hast du Angst oder was? Ja. Du hast 3 gesagt. Ja. Ich habe auch 3 gesagt, ich schaff's auch nicht mehr. Was hast du denn? Eine Menge bitte Schwarze. Eine halt. Flagge. Ich habe jetzt nämlich einen Würfel, den haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Na, dann machen wir jetzt. Nee, ich hab. Ah, da freust du dich bestimmt, weil der Skulking hat nämlich den Skulking mit einer Flagge. Ja. Hat einer einen grauen Würfel noch? Ach nein. Tada! Aber ich auch wieder. Das geht für mich, wieso hab ich nicht 2? So, also fangen wir an. Hunter, hast du einen? Nein, ich dann hast keinen du wieder. Minus 10. Ich denke immer einen Lucky Shot. Roman, hast du 3? 2. Alex, hast du 2? Ich hab 3. Ja. Das ist bei keinem diese Runde gut. Und ich habe anstatt 3 habe ich noch einen. Das ist die negativste Anzahl. Okay. So, okay. Vorletzte Runde mit 7. Das ist alles. Ich komme raus, ja? Das gibt's dann nicht. Hier passiert nichts. Also, es ist ein bisschen swingiger als das normale Skulking zu kommen. Aber auch emotionaler. Ja. Aber auch sehr viel lustiger. Stimmt, ja. Das sind nur noch. Eieiei. Okay, jetzt muss ich 2 perfekte Runden abliefern, um wenigstens Dritter zu werden. Dann ist doch alles gut. 2 perfekte Runden? Um Dritter zu werden, ja.
Was, wann war es? 7, ne? Ja. Ja. Ah, ja, doch, passt ja. Ich dachte, gleich hätte eins zu viel, aber alles gut. Jetzt kommt es drauf an. Ja, was man hier so nimmt. Tja, ich weiß auch nicht. Tja. Ich hab verlocken gerade. Ich hab ja vorhin so schlecht gewürfelt. Ich hab nur Flaggen gewürfelt, das hätte ich mal. Ja. Ah, also gut. Okay. Kondo? Ja, warte. Platzt der Kopf schon? Ja, ja. Lüfte die Augenklappe, lass da einfach. Ach, ich überhole dich noch mit Minuswunden. Ansage. Das ist schwierig, lass mich ganz kurz überlegen. Was würdet ihr mit 7 gelben Würfeln anfangen? Wir sagen, du lügst wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist lass sehr gering. Lass mich noch mal kurz in meinen Schieber gucken. Ich weiß auch nicht. So, jetzt. Schwer. Die erste Zahl, die dir jetzt... Du. Ich, ja. Das ist also der letzte in der ersten Runde. Yo, ho, ho. Entschuldigung, ich muss auch was zeigen. Ja, alles gut. Also ich habe 2, du hast 0. Du hast auch 2. Und du hast 3. Ich bin verwirrt, ich wollte eigentlich was ganz anderes zeigen. Passt doch. Ich wollte was ganz anderes zeigen. Nochmal. Also 2-2-3-0. Egal. Also das ist doch genau richtig. 90, ich wollte einen mehr sagen. Wer kommt drauf? Ich komme. Der Herr neben mir. Schwarze 6. Schwarze 7. Mhm. Schon mal mit der 0-Ansage. Super, das klappt ja. Tja. Bazinga. Danke. Du lass hättest du, ey. Ich muss. Heini hätte ich brauche. Ich muss mich um mein eigenes Schicksal kümmern. Richtig. So, was machen willst wir jetzt? Willst du mich wieder reinreiten? Nein, nur ein bisschen. Ja, ja, du fühlst dich schon mit 40 Stunden Vorsprung. Und. Was ist denn das? Ja, nix. Ja, weiß. Weiß in gelbe Flagge, was sonst? Nix. Komm, jetzt einmal. Komm, komm, komm. Was willst du denn? Du kannst gar nicht verlieren. Doch, in der Flagge. Ja. Ja, du hättest es nicht sagen sollen. Du kannst gar nicht verlieren. Oh mein Gott. Ich habe gesagt 3, gell? So, minus 70 Punkte habe ich schon mal. Ah, halt, 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 halt. Ach, schön, schön. Ja, 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 no. 7. Das ist meiner. Wie vielleicht eigentlich noch 2, ne? Ich habe 2 angesagt. So. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Ich hasse diese gelben Würfel. Mhm. Okay, komm. Jetzt wollen wir. 7. Eat this. Jawohl, jawohl. Das gibt's ja gar nicht. Was denn? Hoffnung. Hoffnung. Das ist ja unglaublich. Da hätte ich 4 gemacht, wenn der Pirat. Das freue ich mich, dass der Pirat gepasst hat. Stell dir vor, ich hätte die gelben Würfel. Ich habe immer noch. Jetzt würfel mal. Ich muss noch ein bisschen würfeln. Nehmt ihn. Mit dem hatte ich gar nicht gerechnet. Yes, ja. Was hat er denn da für einen Würfel? Nein, verdammte Art. Das sind meine 2. Jetzt komme ich nicht. Ich krieg keinen Titel. Das sind meine 2. Jetzt muss es nur noch. Es muss nur noch gut ausgehen. Ah, jetzt ich muss auch noch bedienen. Oh Gott. Ja. Nein! 3, du hast auch 3. Ja. Das war die Chance. Das ist dann meine. Das war die Chance. Willst du noch einen? Ich würde gerne einen. Ja. Ah, ja, okay, jetzt komm. Okay, jetzt. Nein, nein, nein. Ja, ja. Skulking. Du gönnst mir nicht mal ein, ja. Skulking. Und du fängst auch noch einen Piraten. Ich habe eine Ansage richtig und fang einen Piraten. Das hier ist 30 Bonuspunkte. Ich wollte jetzt sagen, 2 perfekte Runden, um Dritter zu werden. So, Hunter hat 2. Ich habe es aber auch richtig gemacht. Wenigstens ein kleiner Trost. Endlich mal. Krone hat 3. So da hat meine intuitive Hand. Schöne Stiche. Meine intuitive Hand, die ich denn doch 0 gezeigt habe. Erst, aber ich kann seinen Enthusiasmus ein bisschen bremsen. Er ist nach diesen Riesenpunkten immer noch im Minus. Ich habe gesagt, 2 perfekte Runden, um nicht Dritter zu werden. Eine perfekte Runde. Ah, letzte Runde. Ja. Nee, Dritter, du bist schon 2. Nein, die Dritter, trotzdem. Kann ich mal rechnen. So, ich bin dann bei minus 30. Frag mal die Punkte an. Punkte, du willst ihn der letzte jetzt mich zum Schwitzen bringen. Ne? Der letzte ist jetzt meine Persönlichkeit mit minus 30, dann Kronen mit minus 10, Hunter mit 30 und Alex mit 60. Also das ist alles. Punkte. Alles noch offen. Das ist noch möglich. Also ich würde das ist hier schön. Also auf die 60 Punkte, ich würde es mir jetzt nicht in meinen Lebenslauf drucken. So meinst du? Nee. Weiß nicht.
In meinem Piraten-Lebenslauf. Ich habe bei Skype das Würfelspiel 60 Punkte erreicht. Beim Würfelspiel. Ja, unterschrieben, ja. Beim Würfelspiel. Ja. Nicht das Kartenspiel. Schauen wir mal. Alles hängt von dieser Runde ab. Ach ja. Wie viele Würfel noch? Ich weiß es nicht. Du kannst auch mehrmals. Was sind das denn? Ich habe 8. Boah, ist das schwer. Das ist echt schwer. 3, 7. Also ich glaube, ich meine, um zu also gewinnen, tue ich nicht mehr. Um zu gewinnen, muss ich eigentlich jetzt auf Risiko spielen. Ja, mach. So. Okay. Ne, das schaffe ich auch nicht. Das wird wahrscheinlich mein... Also entweder ist es halt mein Gewinn oder ich werde halt Letzter. Aber es ist... Ihr macht ja 0 Runden mit dem Sky King in der Hand. Nee. Okay? Ja, also okay. Ja. Wir riskieren was. Okay. Yo, ho, ho! Ich will keinen. Du willst keinen? Eieiei, das ist schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja. Ihr wollt alle drei? Ja. Wir wollen alle drei. Und du kommst raus? Ich? Ihr wollt alle drei? Ja. Gut für dich. Wir haben noch 1-4. Alle drei zusammen? Warum nimmt man da 6 an hier? Schwarz ist eingespielt. Ja, das fühlt sich schon mal gut an. Ja. 1. Ich würde sagen, das war ein guter Start für unsere riskante Strategie. 1. Ja. Na. 4. Was? 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 Hallo? 3-8 Würfel. Schau mal, ein Pirat vorkommen. Ja. Die Chance, dass das Sky King kommt, war relativ gering. Weil der kommt nämlich jetzt. Das ist aber nicht das Sky King. Ja, ich hab's vergriffen. Das ist nicht der Sky King. Warum? Jeder Würfel vom Sky King ist ein Sky King Würfel. Ja, ich will keinen Stich. Ich weiß nicht, ob ich den will. Wie viel? 3 habe ich. Du hast ja gar keinen. Ja, ich will auch keinen. Ja, ich kriege ihn nicht. 3. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich krieg ihn. Herzschlagfinale wird es. Genau. Und dabei haben wir gar keinen Lektor dabei. Das wäre so großartig. Jetzt schaffen wir die 0. Die 0 muss stehen. Oh okay, Gott, Geld. Gespielt. Oh nein. Oh Gott. Ja, weiße Verfahren. Ja, na, komm, würfel eine Fahne, da haben wir den Sonderfall, die erste weiße Fahne. Ja, das ist aber noch nicht so kritisch, weil ich wollte ja 3 haben. Ja, du wolltest den haben. Aber weiße Fahne. Prinzipiell ist schon ein bisschen kritisch. Ja, da ist wieder alles noch normal. Ja, eine 1. Wie kann man denn mit solchen Gurken jetzt schon 2 Stiche machen? 2? Gelb ist angespielt, ja. Ja, hab ich schon gesehen. Ja. Gelb, weiß, und da kommt der. Der Pirat von hinten sticht alle nieder. Wir haben immer noch keinen Stich, Aber ja, wir müssen leider noch nicht alles. Wir müssen Hunter hier mal irgendwie einen Stich. Weg damit, den möchte ich nicht. Oh. Rot ist angespielt. Sehr gut. Und? Oh. Es ist eine 5. Ey, komm, aber es hätte echt. Also, hättest du nicht eine 4 würfeln können? Das hätte echt klappen können. Das Schöne ist, der Stich hätte mir sogar noch gefallen. Das hätte echt klappen können. Oh Mann. Na gut, jetzt ist natürlich verloren. Ja, du hast ihn. Ein Stich hätte ich da jetzt anders gewürfelt. Jetzt habe ich wieder viel gefreut. Jetzt muss ich natürlich den letzten auch noch kriegen. Ne? Das war's. Kriege ich den letzten? Komm, ich hätte einmal da keine 5 würfeln müssen, dann hätte ich es geschafft. Hast du eine Mehrmöd? Einmal. Ja, bitte. Einmal, bitte. Einmal. Ich bin. Einmal. Los, komm, würfel sie. Oh, das ist so cool. Ja! Du kriegst da viele Bonuspunkte, aber vielleicht habe ich trotzdem damit gewonnen. Das geht ja nicht. Bonuspunkte. 50 ich Bonus. Du kriegst 50 2 perfekte Runden. Mehr konnte ich nicht verlangen. Und ich habe tatsächlich 2 perfekte Runden gemacht. Mit der Mehrmöd den. Ich hoffe, dass ich trotzdem immer noch in Führung bin. Ich danke dir. Ich brauche aber auch. Ich wollte nur Dritter werden. Ja. So, nach dem miesen Start. 3 Stiche plus Gefangenen. Also 50 plus 60 sind 110. Wow.
Ich glaub, nicht schlecht. Ich habe irgendwie mehr Recht damit. Ich muss leider sagen. Ja. Es ist bitter. Das letzte Feld macht Hunter. Ja, wir beide. Ja, wenigstens sind wir nicht allein letzter nach der Runde. Aber ich meine, ich habe was riskiert. Hätte es geklappt, hätte ich 80 Punkte gekriegt. Mhm. Genau. Ich konnte nichts riskieren. So macht man. Und mit 80 Punkten, nur mal so, hätte ich immerhin auch 110 gehabt. Das wären nur 10 weniger als das. Wie viel hast du? 120 hat Alex und du hast 100. Knappe Nummer. Das war knappe Nummer. Das waren wirklich zwei glorreiche Runden. Also ich bin jetzt... wir können jetzt noch nicht schlafen. Nach dem miesen Start war das noch ein aufregendes Finale. Aber man hat es, glaube ich, eindrucksvoll gesehen. Das Würfelspiel funktioniert. Es funktioniert sogar erstaunlich oder wirklich gut. Es schüttet mehr Adrenalin aus. Jeder das Typing mag, jeder der Würfeln mag. Also Würfelstichspiel, ich weiß nicht, ich kenne keinen anderen. Also wir hätten es, wir waren da auch fast skeptisch schon, weil es ja wirklich ein gutes Kartenspiel ist, dachten wir jetzt Würfelspiel. Nee, auch dieser Zufallsfaktor, den fand ich auch nicht so spannend. Ja, aber es ist halt live. Gibt halt noch, also bei Skalking konnte ich schon sagen, es gibt keine garantierten Stiche, hier gilt es noch mehr. Hier ist nichts garantiert. Ja. Alles hier steht Zufall sogar das einzige Stichwürfelspiel. Das einzige Stichwürfelspiel? Das kamen sie sogar auf die Packung. Nicht schlecht. Von Manfred Reindl übrigens. Also nicht der originale Skulking-Autor, oder? Nee. Würde ich sagen. Und aber nicht schlecht. Also. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und mal gucken, ob wir noch was machen von der Messe oder von der Fahrt von der Messe. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.